demonstriert ihr heute auf der Straße hier? Hauptsächlich, wir sind, abgesehen davon, dass ich Palästinenser bin, aber ich bin gegen jegliche Art von Gewalt, besonders gegen Kinder, Frauen oder auch gegen Menschen im Allgemeinen. Es ist Religion unabhängig, es ist auch Nation unabhängig. Wir sind für Frieden, wir wollen Weltfrieden, wir wollen gemeinsam in einer Harmonie leben. Wir sind letztendlich alle Menschen, die nach Freiheit, Frieden und Gemeinschaft suchen. Und für mich persönlich, warum ich bin, und ich bin auch gerade mit meinen Kindern hier, ich denke, die Kinder sollen verstehen, dass Gewalt nur Elend und nur Schmerzen hinzufügt. Viele Eltern, Kinder haben deren Eltern verloren und umgekehrt auch. Es wird zu viel gesprochen, dass wir gegen Juden sind, und das stimmt gar nicht. Judentum ist eine Religion wie Christentum, wie das Islam, und wir sind für, das heißt, gemeinsames Zusammenleben mit allen Religionen, Buddhismus, Islam, Judentum und was auch immer, aber halt in einer friedlichen Gemeinschaft. Lasst euch nicht betrügen! Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Also der Hauptzweck also dieser Demonstration ist, die deutsche Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass die Welt zuschaut, ja, während im Gazastreifen durch den Terrorstaat Israel Massaker, also jeden Tag Massaker verübt werden an Menschen, an Zivilisten, an Älteren, an Kindern und so weiter und so fort. Also wir möchten an die deutsche Öffentlichkeit appellieren, sich mindestens dafür zu interessieren, ja, und danach zu fragen, ja, was macht eigentlich Israel immer noch in Palästina? Also die deutsche Berichterstattung, sei es jetzt also Fernsehen oder Presse, nicht, oder andere Massenmedien, zum größten Teil würde ich sagen, die ist sehr einseitig, ja, obwohl sie eigentlich bessere Informationen oder über bessere Informationen verfügen, ja, aber sie berichten nicht also über die wahren Zustände, über die wahren Ereignisse, über die wahren Massaker, die Israel tagtäglich, ja, verübt, ja, gegen die Zivilbevölkerung. Wenn Sie die Zahl der getöteten Kinder, inzwischen allein über 600 Kinder, über 400 Frauen sind getötet worden, über 380 ältere Menschen, ja, sogar Häuser wurden bombardiert, Krankenhäuser, Schulen, Unruheschulen, also in die Menschen geflüchtet sind, in der Hoffnung, also dort besser geschützt zu sein. Selbst diese 7 Unruheschulen wurden total zerstört, nachdem Israel die Menschen oder den Menschen befohlen hat, in diese Unruhe, also UNO-Schulen, zu flüchten, ja, weil sie dort besser geschützt sind. Trotzdem wurden diese Schulen zerstört und hunderte Menschen sind dadurch getötet worden. Warum geht der Staat Israel so rücksichtslos vor? Weil der Staat Israel seit seiner Gründung also die Existenz eines palästinensischen Volkes nicht anerkennt. Der Zionismus hat Ende des 19. Jahrhunderts die Parole in Europa erhoben, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Nach dieser zionistischen Parole gibt es kein palästinensisches Volk. Ja? Daher ist Israel oder wird Israel niemals in der Lage sein, zum Beispiel einer Zwei-Staaten-Lösung zuzustimmen. Ja, in dem Moment, ja, in dem Israel die Existenz eines palästinensischen Volkes anerkennt, ja, dann hat der Zionismus eigentlich seine ideologische, ja, Grundlage verloren. Ja, dann haben sie zugegeben und anerkannt, dass es doch Palästinenser gibt. Ja. Deswegen, wenn sie könnten, ja, und das haben sie auch praktiziert, ich weiß nicht, ob Sie Bilder gesehen haben, also aus dem Gazastreifen oder nicht, in den letzten 30 oder 32 Tagen, wie es dort aussieht. Es ist also eine totale Zerstörung, ja, dieser Stadt. Krankenhäuser, Moscheen, Kinderschulen, Infrastruktur ist total also zerstört worden. Ja. Weil die Israelis eigentlich die Existenz eines palästinensischen Volkes niemals anerkannt hat. Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien
I've been part of the international solidarity movements in London and now in Berlin. And I think the thing that I want to say is very simple, is that Israel really needs to stop bombing Gaza, and it needs to actually be serious about saving human, like stop killing, stop genocide, because this is exactly what is taking place right now in Palestine. It's clear orchestrated genocide of innocent people, men, women and children, who are being targeted indiscriminately. And the blame is just being put on Hamas when Israel is legally obliged, you know, to actually not be engaged in these actions. So basically, very simply, I would like Israel to stop ethnic cleansing and to stop the genocide that is taking place. Familie ist zum Glück hier, aber natürlich ist Gaza, das ganze Land ist, so gesagt, wir sind eine Familie, wir sind ein Land, wir gehören, ist eine Familie einfach. Wir gehören zusammen. Wir wollen halt kein Blut sehen, Religion ist auch nicht irgendwas zu bekämpfen oder sonst was, wir wollen einfach nur Freiheit. Freiheit für Gaza! Wo die internationale Solidarität? Ich bin hier für die jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten. Und ich bin hier, weil ich Israelin bin und Jüdin bin und schäme mich für dem, was Israel gemacht hat und noch macht. Und ich finde, dass es ein Ende nehmen muss. Also wir treffen uns hier immer wieder, weil Israel ein Massaker macht und jetzt wirklich massiv. Und ich sehe gar nicht, wie es weitergehen kann, wenn Israel alle Grenzen so verloren hat. Es muss schon klar gesagt werden, dass es gar nicht geht. Ich bin hier wegen Palästina, mein Land. Ich komme aus Gaza, aus Gaza-Stadt und gerade aus diesem Massaker, also Shijaiya-Massaker. Ich komme aus Shijaiya. Die Häuser sind, also ganz Wohnblöcke sind gleich zum Boden gemacht und von dem sind meine Familie auch betroffen. Über 200.000 sind jetzt Flüchtlinge, die brauchen Hilfe. Solange diese Blockade steht, da heißt, werden die Leute nochmal drunter leiden und wir stehen dann, wir werden nicht uns überraschen, wenn es noch nach 2 Jahren nochmal Krieg gäbe, weil Israel wird nicht aufhören und wir hoffen, dass echt diese Blockade jetzt gestoppt und wir hoffen auch, dass die Deutschland mehr sozusagen steht auf unserer Seite, diese Waffen, was hier für Palästin, für Israel gibt, das auch gestoppt werden. Und wir hoffen, dass echt Freiheit endlich in Palästina und für alle echt unschuldige Menschen, ja. Ja, ich würde eines sagen, dass Obama hat ein paar nettere Sachen gesagt, als Merkel bis jetzt gesagt hat. Aber gleichzeitig hat die USA sogar vor 2 Wochen Waffen noch nachgeschoben. Wie kann die USA als neutraler irgendwie Verhandlungspartner sein und gleichzeitig Waffen zuschieben und in der größten Höhe von allen Ländern auf der Welt 3,1 Milliarden Dollar, US-Dollar pro Jahr? Und diese Waffen, die F-16 Flugzeuge von USA, die sind die Waffen, die hauptsächlich die meisten Leute und ihren Häuser kaputtgeschlagen haben. Und diese Unterstützung muss aufhören. Aber ich will eines sagen, unser US-Kongress ist noch schlimmer als Obama. Die haben 100% für die weitere Bewaffnung Israels gestimmt. 100%. Obwohl die Hälfte zum Beispiel der jungen Amerikaner ganz gegen die Politik von Israel ist und ganz auf der Seite der Palästinenser steht. Aber unsere Regierung ist nicht die Demokratie, die wir haben wollen. Und das Obama ist wirklich, hat nichts geändert und sogar einiges schlimmer gemacht.